Ja, noch 3 Stück, denke ich mal, fehlen. Die Fähigkeit Jägersmann wurde im Fähigkeitenmenü freigeschaltet. Ja, weil ich hier das fertig gemacht habe. Also das hier, oder? Ja, das hier wurde freigeschaltet. Jetzt kann ich auch das entwickeln. Aber ich habe leider. Ja, ich habe leider nur 2 Punkte. Verbessert die Stabilität des Bogens beim Ziel mit Rechtsklick deutlich. Oh yeah. I like this. So, dann brauche ich noch einen Punkt. Da kann ich mir das hier Atemkontrolle ho holen. Ich brauche aber noch das hier. Weiche Landung. Ganz wichtig. Eieieiei. Oder das hier. Beende eine Kyrat Vision Fashion Week Aufgabe. Mit dieser Spritze kannst du doppelten Schaden anrichten. Du erhältst aber auch doppelten Schaden. Das hier ist cool. Schlüssel nach dem Norden oder so. Aber dafür muss ich noch Hauptmission machen. Und wie wär's mit ein paar Glockentürmchens? Hier ist noch eine Moneymühle, die muss ich noch besorgen. Moneymühle. Hier sollten Yugi und Regi sein. Ich wurde wieder angefickt in Steam. Dort zum Glockenturm geht's und hier ist schon eine Mission, eine weitere. Ja. Was soll ich machen? Ich weiß gar nicht. Hier ist aber die feindliche Burg schon. Ich denke, ich hole mir jetzt die Moneymühle und danach gibt es eine Hauptmission. Ich habe jetzt Bock auf Hauptmissions. Hauptmissions! Missions! Wie kommt man hier runter? Kommt man da heil runter? Wo ist die Moneymühle? Die Moneymühle ist anscheinend dort unten. Ich kann mit dem Wingsuit. Hopp! Wingsuit! Wusch! Wo ist denn die Moneymühle? Money? Da sollte sie sein. Nicht vergessen, Ziel zu aktivieren, sonst bin ich tot. AJ, du warst jetzt eine Weile da draußen und hast Kyrat erforscht. Sag mir, wer zündet all die bescheuerten Kerzen an? Das Land steckt mitten in einem Bürgerkrieg und ein scheinbar monströser Diktator hat es in die Knie gezwungen und trotzdem hat sich irgendein Idiot zur Aufgabe gemacht, jeden Morgen aufzustehen und hunderte und aberhunderte Kerzen anzuzünden. Ich wollte schon jemanden einstellen, der sich jeden Morgen alle ausbläst. Aber ich hatte eine bessere Idee. Gary! Gary! Leg auf, Mensch, das hier ist wichtig! Ab sofort sind alle Kerzen illegal! Was? Ja, allesamt! Auf Missachtung steht die Todesstrafe! Danke! Und danke dir, AG. Du hast mir die Woche gerettet. Oh oh, alle Kerzen sind jetzt illegal. Ja, jetzt gibt's Probleme. Weil das macht man ja so bei Heiligkeit. Stirb. Oh. Hab ich meine erledigt oder wie? Ja, ich habe meine erledigt. Oh, das war aus Versehen, Leute. So, erledigt. Ja. Gott sei Dank, ja. So, ich muss hier hin. Da muss ich aber hier erstmal zum Außenposten. Zum Außenposten, der in der Nähe ist. Da gibt es eine Hauptmission, eine weitere. Ja, los geht's. Hier geht's raus. So. So, jetzt geht's hier raus und dann brauche ich ein Fahrzeug. Dort ist ein Fahrzeug. I like this. Und alles sieht gleich aus. Immer die gleichen Jeeps und so. Außer vielleicht die Innenausstattung ist anders, aber ja. Die ändern nicht wirklich viel am Spielgeschehen. Oh, oh, oben rechts speichern. So. Ich kann mir ein paar Spritzen herstellen. Mach ich mal kurz. Dort ist eine grüne Pflanze. Eine Spritze schadet nie. Oh. So, grünes Blatt und nochmal grünes Blatt. Das heißt, eine Spritze wurde hergestellt. Früher musste man sie sich selber herstellen, hatte ich nie Bock, da habe ich ohne Spritzen gespielt. Und die konnte man da auch, denke ich, gar nicht kaufen, die Spritzen, und sie waren einfach viel zu teuer. Hier sind noch zweimal Spritzen. Oh, oh, hier muss eine Maske von der Lunge sein. Ah, ich denke, hier finde ich die gar nicht, die Maske. Irgendwie, voll doof. Hier ist nochmal eine grüne Pflanze. Platsch! Dort ist nochmal eine grüne Pflanze. Platsch! So, wieder fast volle Spritzen habe ich. 5 Stück, sehr schön. Alexis! Also, jetzt geht's weiter. Bum, bum. Also, es gibt eine neue Mission. Hier schön dem Straßenverlauf weiter folgen, sagt das GPS. Ihr hört
dem Sender Dreyes Kyrat und hier ist euer Rabbi Ray Runner. Ein Freund hat mir erzählt, dass die Royal Army die Lager von Nomaden in ganz Kyrat angreift. Ganz tolle Aktion, Leute. Ganz eine überfahren. Aktion. Lasst es an dem Kleinen aus. Das nervt. Wisst ihr, weil ja, das nervt, dass du immer das Gleiche laberst. So, Tierangriff. Rette Menschen vor Raubtieren. Muss ich retten? So, gerettet, abgeschlossen, sehr schön, gib mir KP, ich habe gerade 50 verloren. Diese verfickten Feinde. Ach, kein Bock hier. Weg hier einfach. Einfach weg hier. So, Kamelol 5, 150 KP, sehr schön. Ah, ich sollte hier noch ein bisschen mit dem Auto fahren, aber zu Fuß sprinten ist nicht schlecht. Jemand verfolgt mich. Ja, da verfolgen mich wohl Wölfe. Wow, ein ganzes Rudel! Wow, ich hatte schon Angst, das ziemlich erledigen, aber nein, so leicht gebe ich mich nicht. So, hier sind Feinde, ich höre einen Adler. Ja, ich hasse diese Wichser. Scheiß Adler. Los, runter mit dir. Ja, ich muss hier rein, rein da und die Mission beginnt. Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja. Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Oh, tu es doch! Tu es einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Ich rechtfertige mich nicht. Jetzt ist Noor dran. Immerhin da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat Noor dazu gezwungen. Er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Noor passiert. Ja, ich sage tot. Killen ist immer schön. Den Boten erschießen. So. Oh, ein Fußball. Hallo. Yay. Hui. Tor, Tor. Die Deutschen sind wieder mal am Gewinnen. Die Weltmeister. Ne, da. So, da muss ein Tor jetzt geschossen werden. Ah. Nein, daneben. Aus. Ja, egal. Habe ich dir je von Noor erzählt? Das ist meine Lieblingsgeschichte. Sie war früher Ärztin, eine barmherzige Seele und kam zu einer Hilfsaktion ganz zu Anfang meiner Herrschaft nach Kyrat. Und sie besaß die Frechheit, einen Bericht über Menschenrechtsverletzung durch mein Regime anzufertigen. Also habe ich sie später eingeladen, zurückzukommen und sich die Verbesserungen anzusehen. Ich lud ihre ganze Familie ein und sie kam mit Mann und Kindern. Ich brachte sie in einem Palast unter, organisierte ein kleines Meeting und fertigte eine PowerPoint-Präsentation an. Einen 12-Schritte-Plan gegen Menschenrechtsverletzungen in Kyrat. In Wahrheit zeigte sie nur, wie ich Noors Leben zerstören würde. Paul de Pleur nahm ihre Familie als Geisel und ich brachte die große Menschenfreundin Dr. Najjar dazu, die dreckigsten Arbeiten in meinem Imperium zu verrichten. Und sonst, ich glaube, inzwischen gefällt es ihr. Und zwar sehr. Ja, das denkt er sich nur, der Wichser. Okay, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Das weiß ich nicht. Ich muss dorthin, so. Jetzt mal gucken auf der Map. Ich guck dorthin. Ah, dorthin. Oh, zum Außenposten, dem ja schon gehört. Das ist immer schön, wenn man so ein bisschen Vorarbeit geleistet hat und schon ein bisschen eingenommen hatte. Da kann man sofort alles hier irgendwo hin. So. Ich bin schon drin. Ich könnte ein bisschen Muni gebrauchen. Da kann man Muni kaufen. Eine Z93. Zack, ein bisschen Muni. Ich will unbedingt hier diese einzigartige Waffen haben. Hier, das hier. Kamera 6, ein Level übrig. Oder, die ist auch cool, der Buschmann. Ich denke, der Buschmann wäre sogar cooler. Ja, ja.
Der Buschmann ist sogar cooler. Ich sollte mir den Buschmann besorgen, das heißt, ich muss in die Arena. Mach ich, denke ich, mal in der nächsten Aufnahme. In die Arena. Ab in die Arena heißt dann die Aufnahmen. Oh, hier ist die Arena. Weiß ich nicht. Ja, ich, natürlich habe ich das Zeug dazu, aber jetzt habe ich keine Zeit dazu. Was? Sie wollen, dass ich in die Arena reingehe? Nein. Wo ist das nicht vorbei? Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay, Zeit für Plan B. Okay, finde einen Weg in den Backstage-Bereich. Backstage-Bereich. Ja, ja. Oh, 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 oh. Nein, da kann ich wohl nicht hin. Ah, ich muss dort nach oben. Okay. Da war was hier halt zum Interagieren. Hab ich was gesehen? Oh, 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 oh. Ah, hier? Hier liegt wohl eine Leiche. Jemand hat wohl zu viel gesoffen. Nee, da kann ich wohl nicht halten. Schade. Aber als. Wow. Hier, so, ihr halt zum Reden. Du die Handtücher für die anderen halten, wenn sie sich mal das Blut abwischen müssen? Nee, das mache ich auf jeden Fall nicht. Das kannst du ja machen. Wow, Bitch. So, ich muss dort nach oben. Wow. Scheiße, jetzt habe ich einfach meine Spitze verbraten. Wie geht's hoch? Ja. Wo kann ich mich. Ah, da oben kann man sich dran seilen, okay. Anseilen. Boah. So, nein, dort kann man sich anscheinend nicht so easy dran seilen. Da ist eine Makacke, die ich aber nicht erledigen kann. Ich muss dort oben ran. Aber wie komme ich denn da ran? Indem ich dort rangehe. So, ihr halt einen Kletterhaken zu benutzen. Jetzt geht's hier hoch. Die Typen bemerken das nicht. Gucken gar nicht nach oben. Jemand klettert in den Backstage-Bereich. Ah. Leute, ich bin besser als ihr. Ich hab's drauf. Ich kann Backstage. Backstagen. Ah, jetzt jump. Ah, voll auf die Fresse. Hm, hoch, ja. So, jetzt geht's in den Backstage-Bereich. Ihr halt zum Interagieren. So, jetzt gibt's eine fette Ladezeit. Das war klar. Das war klar. Ich hoffe mal, die ist nicht so fett. Ja, die ist nicht so fett. Das ist sehr schön. Also ich muss hier nach rechts und da hingen gerade Fahnen in der Luft. Also war ein bisschen blöd. Wusch, wusch in der Luft, ein bisschen wehen. So, jetzt habe ich meinen Bogen. Was steht da? Danger Mines. Okay. Erreiche den Kontrollraum. Hier müssen Minen sein. Okay. Ganz gechillt. Ja. Ich muss gleich hier Feinde erledigen. Bin ich. Ne, okay, hier gibt's doch keine Minen. War doch nur Bluff. Was passiert? Haben Sie das gehört? Das war ein Double Takedown. Mein erster Double Takedown. Das war ja tierisch. Tierisch. So. Nein, da kommt man anscheinend nicht durch. Was steht da? Kairat Earth and Ore. Ihr Bauunternehmen. Nicht Bauunternehmen, sondern Dingensunternehmen. Bild. Ah, hier. Was ist hier? Ihr halte eh, um Tiger Arena freizulassen. Wolf. Bären. Was ist das hier? Nashorn. Ich mach mal Nashorn. Los, Leute. Ah, 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 ah. Na, ein Bär kommt, schadet auch nicht.
Ja, ein Wolf, wieso auch nicht? Ich weiß nicht, ein Tiger fehlt da auch. Sieht ganz schön aus. Da, husch, husch, husch. Tiger? Da, hup. Tot. Alle. Töte nur oder stelle sie zur Rede. Das ist eine Frau? Ist das eine Frau? Nein, ist hier ist niemand. Hier ist niemand. Yo, die sterben nicht. Die Bitches sterben nicht. Ich habe sie schon so oft abgeknallt. So, jetzt gibt's tot. Jetzt gibt's auch offiziell tot. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf euch. Wo ist der Dritte? Wo ist der Dritte? Der ist anscheinend abgehauen. Boah, sind hier viele Feinde. Schnell mal kurz nachladen. Schnell mal kurz nachladen, ja. Alle abknallen, alle abknallen! Anscheinend war noch jemand am Leben oder nicht. Von so einem dicken Maschinengewehr kann einfach niemand überleben. Ich will sie zur Rede stellen. Erstmal reden und danach. Nee. Nee, doch, ich lasse sie erstmal reden, danach wird es gut. Aber das richtige Reden ist erstmal töten, danach reden. Ja, hört sich ein bisschen blöd an, aber das ist das richtige Reden. Stirb, Tiger. So, da war geil, ja. Nein, leider, Kumpel, nein. So, ich weiß nicht, soll ich sie töten oder doch erstmal reden lassen? Komm ich denn hier rüber? Was ist denn da? Da ist anscheinend nichts. Ich muss nach da. Ah, hier ist ein Kletterhaken. Husch. Ganz schnell rüber. Ich konnte da lang oder auch hier lang. Ich gehe mal hier hoch. Ich habe nichts in den Händen. Ja, super. Jetzt komme ich auf die Arena. Ach, da ist ein. Ach, das ist nur. Das ist anscheinend nur. Und sie hat eine eigene Festung. Soll ich schießen? Nein, mach ich nicht. Ich will die Wahrheit wissen. Los, wirf sie runter. Für runter werfen. Wo ist meine Familie? Tot. Tut mir leid, Noah. Nein. Tut mir echt leid. Tut mir leid. Also, du gehst töten. Vor Jahren. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will meine Familie zurück. Es tut mir ja leid. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von was? Von den Menschen, die ich tötete. Von allem, was ich tat. Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Dein Blut. Mein. Ist es das, was ihr wollt? Mehr Blut! Hier! Oh. Da habt ihr's! Nehmt alles, ihr verdammten Tiere! Jetzt bin ich frei. Tschüss! Ja, da habe ich mir zumindest die Hände nicht dreckig gemacht. Da habe ich mir zumindest die Hände schrecklich gemacht, indem ich sie gekillt hätte. Hätte. Fahrradkette. Sehr schön. So. Ich bin nicht schuldig. An einem Tod zumindest. Da bin ich aber ein sehr lieber Junge. Ja. Den Boten erschießen. So. Zwei weniger. Hab eine Uplay-Errungenschaft erhalten. Boah, 1100 XP.